So, und willkommen zurück zum neuen Part von Terraria. Diesmal begrüßt aus dem Schnitt. Da die Folge anderthalb Stunden lang war, habe ich sie mal aufgeteilt. Viel Spaß! Ich bin gestorben. Nicht wie du. Du hast mich im Stich gelassen. Hey, ich bin gestorben, nicht so wie du, oder wie? Wer ist denn jetzt gestorben? Ich! Siehst du. Damit kann ich beruhigen. Ich bin jetzt wunderschön mit den Flügeln. Das ist gut. Die Feinde werden sich nicht mal trauen, uns anzugreifen, weil ich so schön bin. Weil ich so schön bin, so schlau, bin so schlank und rand. Bam, bam, Miss Swaggy. And oh mein Gott, to Dobby. The left and shout to the right. And don't forget the Willy. Oh mein Gott. And 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. And touch. And push. And touch. Push. Push. And push. Ach ja. Oh mein Gott, Tommy, ich hab's noch nicht erwähnt, aber ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Ich kann's auswendig. Oh, das ist wunderschön. Weißt du, was geht? Luigi's Limit. Yes! Ja, das ist nicht so schwer. Was? Das ist eigentlich nicht so schwer. Es ist wirklich nicht. Ich kann es komplett auswendig jetzt. Your boy in green, you know it's me, Luigi. It's me! I imagine it was such a lonely place to be, Chi. And nobody talking to me. Gut, dass ich das alles auf Aufnahme hab. Es ist okay. Das ist ein gutes Lied. Tommy, nächste Strophe. ja, ich. The ghost would throw away the keys to lock their rooms where they would see me. Walking down the hallway with my hoover. It's a hoover friendship. Irgendwie macht Discord im Moment Probleme, ich weiß auch nicht. Was? Ja, es hat. Immer wenn wir zusammen irgendwas sagen. Wir singen gerade, das ist kein guter Punkt. Ja, es ist echt schrecklich. Ach, könnte jetzt noch einer davon spawnen? Nur einer. Was? Was meinst du? Ja, was meine ich wohl? Ach so! Musst du dir gerade echt welche? Ich muss! Keine Wahl! Oder musst du? Hast du eine Wahl? Nein, ich brauche mal ein besseres. Meine besseren Flügel. Also technisch gesehen sind es keine Flügel. Wie hast du auch ein Item gefunden für Flügel? Ja, ich habe dich doch gefragt, ob es den Autohammer gibt. Was? Ich habe dich doch gefragt nach dem Autohammer. Ja, und? Ja. Ja. Ja, wenn du. Mit dem kannst du halt dann Flügel irgendwann craften. Also nicht mit dem selber, sondern mit Sachen, die du von dem kriegst. Oh. Roboterflügel? Nein. Mechanische? Nee. Das macht ja wohl mal gar keinen Sinn. Roboterflügel? Das macht ja wohl gar keinen Sinn. Ja, Roboterflügel sind sowas für uncool. Wie kommst du auf Roboterflügel? Autohammer? Oh, ich habe Seiten schon wieder, mit denen ich meine Flügel nochmal machen kann. Ich weiß halt echt nicht, was für Flügel du hast. Yeah. Coolsten, die man machen kann. Das glaube ich nicht. Du bist gleich neidisch auf meine Starren und dich fragen, warum du die nicht gemacht hast. Zweifel ich. Meine leuchten im Dunkeln. Oh, das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Das ist halt echt praktisch. Ah, da ist er. Gut.
Falsche Kiste. Die Kiste. Gib mir das. Danke. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das funktioniert hatte. Oh Gott, ist das cool. Okay, bitte, ich bin sofort bei dir. Ist das so? Du hast nicht zufälligerweise gerade Plantare gefunden? Nein. Das ist schade. Oh, doch! Das ist gut. Ich habe noch was anderes gefunden. Da bin ich noch nicht, ich bin noch fast nicht geheilt. Okay. Kann ich mich damit heilen? Nein. Wollen wir die Biene wegmachen? Ja, besser ist, oder? Ja. Biene. Komm her, kleine Biene. Ich geh die Biene an. Könnt ihr auch aufhören rumzufliegen? Oh mein Gott. Ich hab auch eine Pistole. Wie viel Schaden macht die? Da, kannst du haben. Die hattest du schon mal. Mann, die ist kacke! Ne, früher war die gut. Sicher, dass die jemals gut war? Ja, eigentlich schon. Wo soll ich denn hier im Kreis rennen? Ja, das, ja. Hast du das noch nicht? Nee. Das meinte ich ja, wir sollten mal gucken. Ich bin nur schon am Gucken. Mein Vorteil ist, dass hier Honig ist. Meinst du, man könnte sich im Honig verstecken? Gucken, ob ich. Stell dich einfach in Honig, du heißt es sowieso nebenbei. Was ich hier nicht mehr Schaden dafür. Man könnte es echt ausprobieren, ob es funktioniert. Bist du bereit? Moment, ich mache dir noch ein bisschen Platz. Achso, ja gut. Oder nicht? Ist okay so? Ja, das passt schon. Okay, wo stelle ich mich hin? Weiß nicht, unten in den Honig. Ah, du gehst hier rum, oder? Ich gehe hier. Also ich hatte so den Plan, dass ich hier so rumrenne. Aber vielleicht hatte ich auch den Plan, dass ich einfach in Honig renne. Im Honig stehe. Funktioniert das? Oh, fuck! Ja, anscheinend nicht. Bist du erst Phase schon? Bist du zweiten Phase schon? Aber dann macht sie auf einmal 2 Herzen Schaden pro Tick. Also pro Damage-Tick. Ein bisschen viel. Oh. Oh. Oh, Granatenwerfer. Nein. Ein Schwert. Ja. Das macht echt nicht viel Schaden. Wofür kriege ich das überhaupt? Das macht 30 Schaden. Das ist Müll. Gut, suchen wir die nächste. Oh Gott, endlich! Was denn? Ein Granatenwerfer.
Yay. Ach, guck mal, was ich gefunden hab. Möchtest du mal deine Augen entfernen? Nein. Warum nicht? Da unten ist ein Stab. Bertie. Moment, ich war gerade am Heilen. Pygmenstab. Richtig, richtig. Dann spawnen wir, dann gehen wir jetzt nach Hause. Und gehen im nächsten Part in den Dungeon. Beziehungsweise, nee, wir gehen noch in diesen Part in den Dungeon. Aber komm trotzdem nach Hause. Das sind ja. Wo bist du eigentlich gerade? Beim Tempel. Oh. Da oben. Oh, ich glaube, du kannst den Schlüssel wegschmeißen, oder? Warum? Weil ich die Tür schon abgebaut habe. Oh. Warte auf mich! Okay, ich baue sie wieder rein und alles ist wieder so, wie es aussehen sollte. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ja, hier oben, bei mir. Tempelparty! Tempelparty! Hier ist sie geöffnet! Das sind Drachen. Ich sehe ganz viel, was uns quasi gefährlich werden könnte. Meinst du? Okay. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich jetzt hier die Druckplatte liegen gelassen hätte. Druckplatte? Die, zum Beispiel. Oh Gott. Ich habe ein Sonnentafel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, hier ist eine Kiste. Was? Wo? Direkt hinter dir. Lizard-Energiezelle. Verbrauchbar. Wird am Lizard-Altar verwendet. Goldbarren, Heiltrank, Bogenschießtrank, Teleporttrank. Lizard-Schmelzofen. Kann platziert werden. Wird. Oh mein Gott, was war das? Wir sind sogar die Gegner. Was ist drinne? Ey, ich bin gerade sehr beschäftigt mit nicht sterben. Ja, würdest du trotzdem bitte. Oh! Das passiert also bei den Druckplatten. Würdest du mich beschützen? Kann ich nicht von den Dingern. Von was? Am allerbesten. Hast du eine Druckplatte? Ich bin fast tot. Oh Gott. Hier, nimm die in die Hand und dann siehst du, wo die Fallen sind. Aber mir geht's gerade auch nicht so gut. Was? Mir geht's gerade auch nicht so gut. Ich trinke jetzt auch nicht mitten in der Aufnahme, weil die Aufnahme schon eine Stunde geht. Nein, nein. Was macht mir das Geräusch? Wenn ich das wüsste. Der Gegner, der da unten stirbt mit 1-1-1. Und was? Was bedeutet eigentlich diese ganze Linie jetzt? Da gehen die Fallen hin? Da gehen die Fallen hin. Aber wie werden sie aktiviert? Durch die Druckplatten, die am Boden liegen. Oh. Okay, die Druckplatten habe ich alle abgebaut. Also ich glaube, eine ganz gute Idee, um die Druckplatten. Lizard-Energiezelle. Und einige Sonntage. Wie siehst du eigentlich die Druckplatten? Da, wo die Dinger enden, ist wahrscheinlich eine Druckplatte. Ah. Oh. Macht Sinn, oder? Genau.
Hey! Nichts Besonderes. Sonnentafel. Ja, davon habe ich schon ein paar. Kannst du mir zuwerfen, wenn du Platz brauchst. Jo. Bin da. Einer muss Druckplatten irgendwie sehen und der andere muss angreifen, oder? Oh mein Gott! Holy moly! Was war das? Das ist auf jeden Fall echt gefährliche Scheiße hier. Oben ist eine. Ja, ich sehe sie. Okay, okay. Okay. Oh Gott, hinter. Ah, das waren deine Tiki-Leute. Gucken wir, ob vor mir einer ist. Nein. Da unten ist aber eine. Genau neben dem Tisch. Links neben dem Tisch. Ah, okay. Hier noch irgendwo eine? Nein. Vorsicht! Stacheln. Okay. Wo ist keine Druckplatte? Ja, Stacheln waren da aber. Diese Holzstacheln. Achso, das meinst du. Okay, hier am Boden liegt eine, die habe ich gesehen. Das ist meine Kiste. Kannst du mal dein Schweinchen spawnen? Ja. Das will ich nicht wegschmeißen, das will ich wegschmeißen. Auf jeden Fall mein Geld. Das ist für dich. Was hast du mir zugeworfen? Eine Blume. Warum? Weil sie hübsch ist. Stand in der Videobeschreibung, in der Itembeschreibung. Okay. Das ist doch ganz angenehm hier eigentlich, oder? Es ist gefährlicher, als man es sein sollte. Gefühlt. Oh, hier ist irgendwo Druckplatte. Versteck dich. Wo? Ja, irgendwo an der Decke, dass es nicht trifft. Was trifft? Siehst du die Bälle nicht? Ich sehe keine Bälle. Ich sehe keine, auch keine mehr. Was ist das? Oh Gott! Warte. Vorne. Au! Oh Gott! Ich hab doch dauernd abgebaut, warum? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Raum sieht sehr nach Boss aus. Nein, nein, nein. Sind die jetzt noch Druckplatten? Ich habe glaube ich alle abgewatcht. Ja, scheint so. Glaubst du, man muss da Zeug reintun, damit was passiert? Weiß ich nicht. Lass mich noch aufheilen. Ja, ich würde gerade sagen, lass uns noch heilen und dann kann es losgehen. Dschungelröse, ausrüstbar, Mode-Item. Oh, ist das hübsch. Wie sieht's aus? Wunderhübsch. Wollen wir die Stachel da noch wegmachen? Ja, wäre vielleicht ein Plan, oder? Oh, direkt vor uns natürlich. Gut. Gib mir die Statue da. Hä? Gib mir die Statuen und so. Ah, du hast eine. Ich habe zwei Sonnentafeln beschwört, die Sonnenfinsternis.
Sonnentafelfragment. Was kann man damit machen? Weiß ich nicht. Etwas? Du meinst. Ja, schau mal. Und ich habe Lizard Energiezelle. 3 Stück. Und es sieht so aus, als ob man die hier brauchen würde. Ja, davon habe ich auch eine. Okay, dann verbrauchen wir gleich erstmal deine. Und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich den Part in 2 Teile geschnitten kriege am besten. Du kannst ja jetzt schnell aufschneiden, Cut machen. Nö. Das war der ganze Dungeon schon, oder? Ja. Ich brauche Druckplatten nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich habe auch nur 15 Stück gekriegt, also von daher. Tommy. Ja. Keine Erfrischung. Oh, Gott sei Dank. Das Badewasser von Wirti. Okay, 3, 2, 1. Bist du bereit? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin absolut nicht bereit. Nicht. Oh Gott. Stirb, komisches Ding. Okay, ja. Soll ich mein Zeug reinpacken? Packen wir dein Zeug rein. Oh Gott! Ja, ich würde sagen, es ist ganz angenehm, oder? Macht keinen Schaden. Das ist ein schöner Bus. Der wird sowas durchdrehen, wenn eine seiner Hände kaputt ist. Meinst du? Ich schieß einfach mal von sichere Entfernung meine Fliegen ab. Okay, ich hab zweite Hand Aufschutz. Lasert er gerade? Weiß ich nicht, ich sehe es nicht. Okay, Lasert er? Vielleicht auch ein bisschen mehr Nein, der Kopf fliegt! Wie kann ich die Karte ausblenden? Körper, weiß ich, M. Nee, nicht M, Oh Gott. Was hat er gedroppt? Ein Sonnenstein, stachelig. Ist das eine Waffe für dich oder für mich? Ich will es sehen. Was macht er? Warte, erstmal? Erstmal kriegst du natürlich. Was hast du mir zu? Das ist ja keine fucking Goldmaske. Wir müssen sowieso noch einen abbauen. Scheinbar. Wie kann ich die Karte ausblenden? Tap! So, Tap! Tap? Tap! Oh, ja! Jetzt erinnere ich mich. Viel angenehmer. Ich hänge hier mal einen Lizard-Banner auf, ne? Hey, Tommy! Ja. Oh, du bist wunderhübsch. Ich bin Krug! Krug, wie ist er? Gut. Krug! Okay, wir brauchen einen Käferpanzer von ihm anscheinend. Ein paar für mich. Für meine Rüstung wahrscheinlich. Und ich weiß nicht ganz, was das für ein Rüstungsteil sein, also was das sein soll. Wenn es Tag ist, erhöht sich der Schaden, Melee Speed, Critical Strike, also die Crit-Chance, Life-Regeneration, Verteidigung, Mining Speed und Minion Knockback. Also irgendwie alles, aber. Was? Keine Ahnung. Okay, bist du voll? Ja. Oh, du hattest noch einen? Ja, hab ich gesagt. Das hab ich irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Was hab ich's gesagt? Wieso spamme ich eigentlich nochmal ein Klicken? Ich brauch's nicht spammen, ich kann einfach gedrückt halten. Sag mal, sind die ganzen kleinen Dinger da alles, die Schaden von dem Bienen? Ja. Diese Ja. Es sieht immer so lustig aus. Okay, es sind definitiv 2 Pots, Leute. Das tut mir leid. Nee. Also ich kann nicht 1,5 Stunden in einem Pfad quetschen. Ja, schwierig. Auch wenn davon viel nur Plantera-Gesuche ist, was wirklich weg kann, aber. Also der Boss ist nicht so schwer. Zu mir schon wieder. Hä, ich such grad. Warum schmeißt mir ein Golem-Auge zu? Kritische Trefferchance um 10% ist nichts für mich.
Nicht? Nein, I don't need that shit. Er hat jetzt ernsthaft keine zweite Spitzsäge gedroppt. Bist du voll geil? Ne. Ich schon. Sie müssen nicht viel Schaden machen, sie müssen nur oft Schaden machen. Oh hey, hier kriegst du jetzt auch noch einen. Ich hab halt leider gerade ernsthaft nur. When the day. Achso, das war das. Increase to damage, melee speed, critical shield, life regression, defense, melee speed. Aber nur am Tag, oder? Ja, eben. Das ist aber echt stark, wenn man so bis denkt. Ja. Oh, hey! Guck mal, was da kommt. Ah, wie gefällt dir das? Gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. Was? Das gefällt ihm, glaube ich, gar nicht so gut, habe ich gerade das Gefühl. Schöne Feuer. Ja, das hat ihn gerade fünfmal getroffen. Alter, was? Das Feuer! Was? Was? Was ist das? Das ist eine Nahkampfwaffe. Ja. Ja, mit 95 Schaden. Gib sie mir. Aber bei dir macht sie keine 95 Schaden. Und ich will sie echt gern testen. 85. Ja, gib sie mir wieder zurück. Gib. Ja, die kannst du mir trotzdem geben. Kannst du Uzi glauben. Haben. Hier kannst du Uzi haben. Verbrauchst du nicht Munition? Ja. Ich will keine Munitionswaffe. Außerdem macht die keinen Schaden. Ja, die macht voll viel Schaden. 34 ist nicht viel, dann macht meine Gnade mit der Faust mehr. Okay, du kannst das besessene Beil haben. Es fühlt sich nicht so gut an. Ich will nur irgendeine Waffe, die die Schaden macht, wenn ich kein Mana habe. Also ich muss dir sagen, die zweite Phase gefällt mir. Das schwurbelt der Kopf so um durch die Gegend. Ich glaube, das Feuer ist besser hier im Raum. Willst du deine Waffe wieder? Die Uzi? Nö, nicht unbedingt. Ja, die kann mir mal, die kann mir ab und zu den Arsch retten, denke ich. Ich habe hier noch eine Waffe für dich. Ui, Zauberstab. Stab der Erde, stark. Wie viel Schaden macht sie bei dir? 127! Das ist weniger als erwartet. Wie viel bei dir? 125, glaube ich. Was? Glaube ich auch. Ja gut, du hast natürlich auch nicht, Bobby? Ja. Hast du es gesehen? Oh. Ja, ich habe den schon einmal benutzt. Ich weiß nicht, ob der so stark ist. Wir können wieder zurück, wir können nochmal runtergehen. Was? Komm her. Ich habe noch eins gefunden. So. Ups! Naja, der macht trotzdem 85, ne? Naja, gut, ich meine, wenn du jetzt keinen Mana mehr hast und bei den. Da, das kannst du haben. Was? 81! Shoots a Scorchy or Ray of Heat. Ulal! Was? Oh, Ulal. Was? Ich dachte, er ist Ulala, aber. Ich meine annähernd. Ja, das ist schon mehr das, mein Geschmack. Hey, was machst du da unten? Nix. Ja, wie kommst du jetzt raus? Wie kommst du jetzt raus ohne meine Hilfe? Kann ich das nicht abbauen? Nein. Oder hast du die Spitzhacke, die komische? Oh. Ist irgendwo ein Gegner? Ich will die Waffe mal ausprobieren. Hier drin ist halt echt nichts los. Das ist ein Gegner. Aber die sterben so schnell. Ah.
Na gut. Ja, was weiß ich, mir gefällt die Waffe. Ich habe einen Dschungelschlüssel. Was hast du? Dschungelschlüssel. Oh, das ist gut. Echt Schaden. Was? Ach genau, jetzt können wir in den nächsten Dungeon gehen und, also in den ersten Dungeon gehen und da können wir jetzt die Kisten öffnen. Konnten wir ja schon direkt nach Planterra. Oh ja, genau. Na gut, ich port mich mal nach Hause und dann ja. Würde ich sagen, komm hinterher. Bis zum nächsten Part von Terraria. Tschüss. Tschüss.